So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute mal mit Dach, weil unstabile, sehr, sehr gut das übrigens ist, unstabile Wettersituation. Oh, ich spreche schon Yoda. Yoda sprechen, ich tue. Egal, jedenfalls gehen soll es um dieses enorme Paket hier von nichts. Von keinem Gewicht und keinem Packmaß und man kriegt es gerade so nicht mehr in die Hosentasche. Und das ist ein Schlafsack im Grunde. Also eigentlich ja kein Schlafsack, aber es ersetzt doch sehr die Funktion eines Schlafsacks. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, so fair muss man sein, es ist natürlich kein Winterschlafsack, sondern es ist ein Sommerschlafsack, hat eine Komfort, ungefähr geschätzte, muss man auch dazu sagen, geschätzte Komfort-Limit-Temperatur von 7 Grad, was für einen Sommerschlafsack meiner Meinung nach vollkommen ausreichend ist, für einen 3-Jahres-Zeiten nicht wirklich, aber für kürzere Touren, wenn man eben weiß, die nächsten 3 Tage wird es laut Wetterbericht vermutlich eben nicht kälter als 7 Grad, dann kann man das Ding ja auch dann im Herbst noch mitnehmen, wenn es halt ein warmer Herbst ist. Und leider werden wir in Zukunft wahrscheinlich relativ häufig warme Herbste haben oder ein viel zu frühes Frühjahr vergangener Januar beispielsweise, da wurde es auch nicht viel kälter als 7 Grad des Nachts, ne? Wenn es überhaupt mal kälter wurde. Und dementsprechend in Anbetracht der derzeit herrschenden Temperaturen, finde ich, kann man mit einem Sommerschlafsack immer mehr machen und man kann immer mehr darüber nachdenken, sich eben überhaupt einen regulären Sommerschlafsack zuzulegen. Ich hatte ja die meiste Zeit meines Outdoor-Daseins überhaupt keinen Sommerschlafsack, einfach weil ich gedacht habe, was brauche ich denn einen Sommerschlafsack? Im Sommer kann ich irgendwie eine Decke nehmen oder nehme meinen vorhandenen Schlafsack und decke mich damit zu. Oder mach sonst irgendwie was oder brauche überhaupt keine Unterlage, keine Decke, wenn ich bei, keine Ahnung, plus 20 Grad oder sonst was im Wald penne, dann muss ich mich überhaupt nicht zudecken, theoretisch, schon gar nicht, wenn man im Zelt liegt. Und daher war Sommerschlafsack eigentlich nie so sehr das Thema. Und ich werde auch weiterhin sagen, bei über 20 Grad brauche ich nach wie vor nichts zum Zudecken, aber, also Nachttemperatur, ne? Immer Nachttemperatur, logischerweise. Aber das Ding ist halt wirklich so winzig und bei Temperaturen unter 20, also so unter 15, 13, 14, 12, 11, 10, ja, da wird es dann irgendwann schon notwendig, dass man noch was hat zum sich reinkuscheln. Da mag man dann sicherlich nicht einfach nur in der regulären Klamotte rumliegen. Übrigens, sorry mit den dauernd wechselnden Lichtverhältnissen hier bei dem Video. Das liegt einfach daran, dass wenn ich was in die Kamera halte, dann spinnt dann wieder der Weißabgleich durcheinander und dann irgendwie stellt auch was anderes scharf und hat eine andere Belichtung drin. Das ist jetzt einfach in dieser Perspektive so. Müssen wir jetzt mitleben. Ja, also, das ist der Vespa 45F. Beziehungsweise 7C Downquilt, steht hier auch drauf, von Thermarest. Ja, Thermarest macht auch Schlafsäcke. Ich weiß gar nicht, ob sie auch wirklich Schlafsäcke machen. Sie machen jedenfalls unter anderem auch Quilts. Und wer jetzt noch nicht mitbekommen hat, was das ist der heiße Scheiß gerade in der Ultraleicht-Szene. Und der heiße Scheiß in der Trekking-Szene vielleicht auch generell. Und es gibt immer mehr Leute, die jetzt eben sagen, Quilt viel besser als Schlafsack, Quilt ganz toll, ich nie wieder Schlafsack, ich penne nur noch im Quilt und so weiter und so weiter und so weiter. Und teilweise werden die Dinger auch definitiv überhyped, dass sie also wirklich als die Nonplus-Ultra-Schlafsystem-Variante genannt werden, die besser ist bei allem als alles andere und so weiter und so fort. Und manche der Vorteile, die die angeblich haben sollen, diese Quilts, das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Ich denke, es hängt einfach so ein bisschen davon ab, was man mit was vergleicht. Im Grunde sind diese Dinger einfach nur eine Decke mit ein paar Zusatzfeatures. Zusatzfunktion für diejenigen, die es lieber mögen, wenn ich Deutsch spreche. Und ja, Daune, logischerweise, sonst kriegt man nicht dieses Packmaß hin. 7 Grad, habe ich gesagt. Und welche Sonderfunktion jetzt dieses Ding gegenüber einer klassischen Daunendecke hätte, das werden wir uns jetzt gleich nochmal angucken. Und dann sprechen wir noch ein bisschen über die Vor- und Nachteile von den Dingern und die Missverständnisse, die halt eben dazu führen, dass sie teilweise etwas sehr stark als Allheilsgegenstand diskutiert werden. Natürlich ist es erstmal offensichtlich, ein großer Vorteil von den Dingern ist, selbst ein Kunstfaser-Sommerschlafsack,
wenn der wirklich nichts kann und Komforttemperaturen hat für Temperaturen, wo man sich fast schon gar nicht zudecken müsste, dann wiegt der sowas um die 500, 600 Gramm. Ja? Aber da ist das mehr oder weniger wirklich nur ein Hüttenschlafsack im Grunde. Also eigentlich braucht man den fast schon gar nicht. Dieses Teil wiegt keine 400 Gramm und hält bis 7 Grad warm, also zumindest auf dem Papier, ne? Oder zumindest bis 11. Ich glaube, die Komforttemperatur, die sie angeben, sind 11 Grad. 7 ist ja schon wieder Komfortlimit. Erfahrungsgemäß bei mir liegt so irgendwo ungefähr in der Mitte dazwischen. Das heißt, ich rechne mal so mit 8, 9 Grad, irgendwas um den Dreh. Und wenn ich mir Mühe gebe, dann schaffe ich meistens auch die Komfortlimit-Temperatur. Man muss allerdings dazu sagen, bei Quilts gilt die Schlafsack-EN-Norm nicht, die man bei den Schlafsack-Temperaturangaben anwendet, sondern das sind immer nur so grobe Schätzungen vom Hersteller. Tendenziell sieht so aus, als wäre Thermarest bei ihren Schätzungen ein bisschen optimistisch, vorsichtig ausgedrückt. Und bei den meisten Schläfern funktioniert es wohl nicht ganz mit den Werten, die da draufstehen, dass das auch wirklich in der Praxis erreicht wird. Ja, unkomprimiert haben wir, und das ist übrigens ein erster Eindruck, ich habe das Ding jetzt noch nicht viel getestet. Das schreibe ich dann aber in der Titel auch nochmal dazu, also Langzeit-Review kommt dann noch. Aber unkomprimiert haben wir hier so eine super dünne Wurst, die man eben sich auf die Breite zurecht komprimieren möchte, die man haben möchte. Und im Idealfall würde ich ihn theoretisch eher so transportieren, weil dann hat das Ding ungefähr die Breite von einem gängigen Rucksack und man kann das wunderbar in einen gängigen Rucksack unten reinpacken und es ist genauso breit wie, ja, fast ein bisschen schmaler als der Rucksackboden bei jetzt zum Beispiel diesem Rucksack. Und ich bin es gewohnt, dass wenn ich mit dem Rucksack einen Schlafsack mitnehme, dann ist der im Regelfall zu zwei Dritteln voll. Ja? Und wenn ich hier jetzt diesen Schlafsack mitnehme, dann ist das Ding zu 10% voll in etwa. Also das allein zum Volumen. Oder auch in Zahlen kann man ganz klar sagen, den Schlafsack, den jeder kennt, der Defense 4, der hat, glaube ich, ein Packvolumen im unkomprimierten Packsack von 11 Litern oder irgendwie sowas oder noch mehr. Und das Ding hat 1,2. Also komprimiert dann allerdings. Ja, unkomprimiert ist es jetzt doch ein bisschen mehr. Aber wenn ihr das mit... Also mehr als 2, 3 Liter sind das nicht. Ne? Wenn man das mit 1 Liter Flaschen vergleicht... Und man kann damit toll Leute klopfen. Ja, auch ein wesentliches Feature. Und wenn man das Ding komprimiert, dann kann man damit wunderbar Ball spielen. Ja, jedenfalls holen wir das gute Stück mal raus. Der ist schon eng, der Kompressionssack. Man muss also schon ordentlich stopfen, wenn man das da alles drin haben möchte. Und er hat hier hinten so einen Einschub für den Finger, dass man ihn da quasi so packen kann, um dann den Inhalt besser rausziehen zu können. Das mag ich ganz gerne bei Kompressionssacken. Das Ganze lädt sich elektrostatisch auf und zum Vorschein kommt dann etwas, was sehr an einen Schlafsack erinnert. Aber der Gag ist, das hier ist die Vorderseite und das hier ist die Rückseite. Und die Rückseite ist quasi nicht vorhanden. Da fehlt also Stoff. Warum ist das Ding also viel kleiner und leichter als ein regulärer Schlafsack? Weil Stoff fehlt. Ja, was nicht da ist, wiegt auch nichts und braucht auch keinen Platz, logischerweise. Trotzdem kann man mit einem Quilt bei weniger Stoff und weniger Material und logischerweise weniger Gewicht immer noch sehr, sehr warm übernachten. Was heißt sehr, sehr warm? Ein Schlafsack ist bei gleicher Masse, kann man sich jetzt kloppen, ob ein Schlafsack wärmer ist. Da kommt es jetzt sehr drauf an. Ja? Dadurch, dass ein Quilt so eine teiloffene Konstruktion ist, kann es passieren, dass es da einfach Löcher gibt, aus denen Wärme entweicht. Ja? Also es ist egal, wie fett man den Quilt an sich baut, egal wie viel Stoff man hier verarbeitet und wie viel Daune man da reinpresst, die Konstruktion bleibt zum Teil offen und man hat immer irgendwelche Löcher, und wenn sie auch nur sehr klein sind, aus denen Wärme entweichen kann. Das ist, wenn es ohnehin nicht besonders kalt ist, gerade scheißegal. Wenn es hingegen sehr kalt ist, sind diese Löcher wichtiger, also dass die Löcher zu sind, ist wichtiger so rum, als die Gesamtisolation von dem Ding. Ja? Mit also einem komplett geschlossenen Schlafsack, der einfach keine Löcher aufweist, der dasselbe wiegt wie ein Quilt,
ist man bei niedrigen Temperaturen, also wenn wir jetzt sagen, wir haben ein Kilo Schlafsack oder ein Kilo Quilt, dann wird man mit einem Kilo Schlafsack wahrscheinlich wärmer übernachten, also bei Daunenschlafsäcken jetzt grundsätzlich, als mit einem Kilo Quilt. Andersrum im Sommer, da wird ein Sommerschlafsack von 500 Gramm ungefähr den ähnlichen Wärmewert liefern wie ein 500 Gramm Quilt, was da auf so einzelne kleine Belüftungslöchlein, die hin und wieder mal auflappen, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt so sehr ankommt. So, kommen wir zur Praxis. Wie ist das Ding aufgebaut? Naja, das hier ist die Fußbox. Da kann man also seine Füße reinstopfen, wie beim stinknormalen Schlafsack. Und an dieser Stelle hier hört das auch schon auf, ein normaler Schlafsack zu sein. Also es ist lediglich wirklich in den unteren, 50, 60 Zentimetern, ein regulärer Schlafsack. Und dann beginnt eben der Teil mit dem offenen Rücken, der hier noch so lustige Bänderle dran hat. Die dienen zur Befestigung auf der Isomatte, zeige ich euch auch gleich. Und was ebenfalls fehlt, was man von dem regulären Schlafsack kennt, ist die Kapuze. Man kann sich das Ding hinterm Nacken zusammenknöpfen. Da hat es Druckknöpfe, wenn ich sie dann finde. So. Und kann sich dann damit auch entsprechend einpacken und sich einmümmeln. Und wenn man jetzt das noch hier so noch ein bisschen und da noch so ein bisschen, und dann sieht das jetzt so aus, als wäre ich in einem Schlafsack. Bin ich aber nicht, denn meine Rückseite ist halt, das seht ihr jetzt nicht, müsst ihr mir jetzt einfach glauben, weil ich kann mich jetzt, ich bin nicht so beweglich, wisst ihr, das ist Alter. Egal, jedenfalls bin ich so faul, mich jetzt umzudrehen. Ihr müsst mir jetzt einfach glauben, dass meine Rückseite offen ist. Und vorne kriege ich jetzt gleich natürlich sofort schön warm, insbesondere da ich hier bei niedrigen Temperaturen kurzärmlich da hocke, macht das jetzt gerade einen enormen Unterschied aus, aber ich kriege immer noch einen kalten Rücken. Das heißt, ich müsste jetzt den Rücken irgendwie anderweitig warm halten. So, und jetzt kommt natürlich eben entsprechend die Isomatte ins Spiel. Hier liegt sie schon. Und sobald ich jetzt meine Vorderseite eben mit dem Kilt bedecke und meine Rückseite mit der Isomatte, in dem ich drauf liege, ist mir warm. Buff. Im Grunde so simpel, so einfach. Das Ding funktioniert nicht anders als eine Bettdecke, nur hat es halt eben noch diese Möglichkeit, sich an der Isomatte fixieren zu lassen. Und es hat eine Fußbox. So, so viel also vorläufig zur Theorie. Jetzt baue ich das ganze komplette System mal zusammen und schlüpfe mal rein. Dann könnt ihr mal sehen, wie das Ganze funktioniert. Okay, also jetzt bauen wir das Ganze mal zusammen. Im Wesentlichen Fußteil ans Fußende der Isomatte. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das zusammenbaut. Das Problem sind jetzt halt eben diese Strippen, die wir hier jetzt haben. Und die Isomatte soll ja von den Strippen am Schlafsack gehalten werden oder der Schlafsack an der Isomatte. Jetzt kann man also die Isomatte quasi in den Schlafsack einfädeln und gucken, dass man beide Strippen erwischt und zieht das dann da hoch. Ja, Vorführeffekt. Und dann hat man hier auf der Rückseite die eine Strippe schon so halber dran und die andere, da hat es nicht funktioniert. So, jetzt sind beide dran, zieht sich das eben, wie gesagt, noch ein bisschen weiter hoch. So, und von hinten sieht das dann eben so aus, dass der Schlafsack eben mit den Strippen an der Isomatte gehalten wird. Auch nur locker, solange das Ding da locker drauf liegt, hätte man jetzt eine breitere Isomatte. Das ist ja eine Universalschnitt, Universalstreifen. Das soll bei verschiedenen Isomatten halten und meine ist hier eine relativ dünne, schmale. Und. Aber wenn ich dann noch drauf liege, dadurch, dass ich ja dann auch noch zusätzlich Platz brauche, passt es dann. Aber das werden wir gleich sehen. Jedenfalls ist das im Grunde schon der wesentliche Zauber. Und jetzt kann man durch das natürlich vorne bis zum obersten Streifen ein wenig zurückschlagen und hat dann hier auch schon eben eine Möglichkeit, da dann reinzukriechen, was ich auch gerade noch gedacht mal tue. Upsa, jetzt habe ich die Fußbox aus Versehen. Das ist jetzt falsch.
Jetzt habe ich die Fußbox noch an, die Isomatte in die Fußbox gesteckt. Das soll man nicht machen. Das komprimiert die Füllung zu sehr. Ihr seht, wofür. Ne? So, aber jetzt. Aber jetzt. So, das ist es im Prinzip schon. Jetzt legt man sich hin, deckt man sich zu. Und wenn es jetzt nicht allzu kalt ist, kann man so auch schon schlafen. Weil das ist im Grunde wirklich bloß eine befestigte Decke. Der Gag ist jetzt allerdings, anders als bei einer regulären Decke, wenn ich mich jetzt drehe, ja, dann würde eine reguläre Decke gegebenenfalls zur Seite fliegen und von der Isomatte rutschen und ich bin nicht mehr zugedeckt. Aber dadurch, dass das Ding eben befestigt ist, bleibe ich halt auch zugedeckt, wenn ich in der Gegend rumwende und drehe und sonst wie. Und das ist im Grunde auch schon der ganze Witz beim Quilt und die Tatsache, dass man ihn eben hinten noch hinterm Kopf zusammen machen kann oder alternativ man macht ihn vorm Kopf zusammen und schlüpft dann mit dem Kopf durch, was nicht geht, weil ich einen Hut auf habe, das schneiden wir gleich raus. So, und jetzt habe ich eben das Ding hinter den Schultern auch noch zusammen. Jetzt kann man das hier theoretisch noch weiter zusammenziehen, aber man liegt jetzt halt doch wirklich gut verpackt da. Die Rückenisolation übernimmt die Isomatte und mir wird auch sofort warm. Okay, so viel zu Praxisteil. Zurück zur Theorie. So, also folgendes. Hübbese, Anmut und Grazie in einer Person findet ihr woanders. So, nee, also, ja, die Sache ist die, jetzt soll ja so ein Quilt, mal abgesehen davon, dass er halt eben super leicht ist, weil weniger Material, und super klein, weil weniger Material, noch unglaublich toll sein, weil, Moment, angeblich er noch viel bequemer ist als ein Schlafsack, weil man sich mit dem unter dem Ding einfach besser drehen und wenden kann, weil der Schlafsack, der dreht sich mit gegebenenfalls und verheddert sich gegebenenfalls und dann hat man je nach Situation und je nachdem wie viel man dreht und wendet halt, je nach persönlicher Veranlagung und nach persönlichem Schlafverhalten, verheddert man sich da total drin. Ja, und das passiert mit diesem Ding hier tendenziell nicht. Was stattdessen allerdings möglich ist, Moment, ist bei der Dreherei, dass man halt einmal hier ein bisschen zu sehr zieht, ja, zu viel Bewegung stattfindet und dann hebt sich das halt schnell mal ein bisschen vom Boden ab und in dem Moment hat man hier ein Loch, wo kalte Luft reinkommt. Und ich persönlich, ich habe jetzt noch nicht, wie gesagt, so viel Erfahrung mit dem Teil, aber ich persönlich habe das Problem, dass gerne am Rücken, wenn ich mich jetzt auf die Seite drehe, dann auf der anderen Seite eben am Rücken entsprechend gerne ein bisschen kalte Luft reinkommt. Was, wie gesagt, bei den Temperaturen, für die ist dieses Ding speziell, sag mal, ich habe meinen Hut völlig falsch auf, kann das sein? Ja, habe ich. Ha, jetzt stimmt's wieder. Genau. Also bei den Temperaturen, für die jetzt dieses Ding speziell hier ausgelegt ist, ist das gerade scheißegal, weil da ein kleines bisschen kalte Luft, die mal zwischendrin reinkommt, das tut einem nicht großartig wirklich weh. Und ja, es ist wirklich so kuschelig. Also ich könnte jetzt wunderbar schlafen. Was haben wir eigentlich für Temperaturen? 10 Grad rum, hä? Viel mehr wird es nicht sein. Kamerafrau, ne, in der Hütte gefragt. Man sieht sie nicht, sie ist im Dunkeln. Jedenfalls, ja. Also das funktioniert schon alles ganz doll, aber eben dieses, man muss doch ein bisschen aufpassen, dass einem halt nicht die kalte Luft unter das Ding drunter flutscht. Und das ist somit der Hauptkritikpunkt, den Leute, die sagen, ich kann mit diesem Quilt nichts anfangen, an den Dingern haben. Angeblich braucht man einfach wohl ein gewisses Maß an Übung, bis man in der Lage ist, sich da umzudrehen, ohne dass einem die kalte Luft allzu sehr da eindringt. Und das glaube ich persönlich, glaube das gerne, dass das wirklich so ist, dass man einfach etwas mehr Übung braucht. Aber eine Sache kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, wenn man Bauchschläfer ist, so wie ich, ja,
dann ist das großartig, weil wenn man sich auf den Bauch dreht beim regulären Schlafsack, dann liegt man ja mit dem Gesicht in der Kapuze. Ja, und da dieses Ding keine Kapuze hat, ist das für einen Bauchschläfer wirklich extrem angenehm. Und gerade wenn ich jetzt hier als Bauchschläfer jetzt so da liege, dann kann ich mir das hier oben auch wunderbar zurechtknüllen. Ich habe ja meine Arme unten und kann unten irgendwelche Stellen, ne, wo es eventuell zu Kälteeinbrüchen kommt. Ah, jetzt seht ihr auch noch mehr, ne? Ja, hallo. Das kann ich alles wunderbar zustopfen, weil ich ja halt eben als Bauchschläfer meine Arme unten habe. Und dann habe ich auch keine Schwierigkeiten mit irgendwelchen Kälteeinbrüchen aufgrund irgendwelcher kalten Stellen. Aber, dass es überhaupt Kälteeinbrüche gibt, weil man halt im Grunde nur unter einer ergänzten Decke liegt, ist ein Problem, das man im Schlafsack halt überhaupt nicht hat. Ja? Also ein Schlafsack, insbesondere ein guter Schlafsack, der einem richtig passt, der bringt dann auch keine Probleme mit sich, was die Dreherei und Wenderei angeht. Also wenn ich das Ding jetzt hier direkt vergleiche mit meinem sündhaft teuren, wirklich krassen Western Mountaineering Schlafsack, dann kann ich nicht behaupten, dass die Bequemlichkeit und das Drehverhalten und der Schlafkomfort von diesem Kilt hier in irgendeiner Form besser wären als mit meinem Western Mountaineering Schlafsack. Aber besagter Letzterer kostet auch ein Vermögen und so ein Quilt, der ist jetzt auch nicht billig, aber den kann man noch bezahlen. Und das ist schon ein Unterschied, der eine Rolle spielt. Ne? Aber jetzt setze ich mich mal wieder hin, sonst wird das langsam, weil ich kein Kopfkissen habe und normalerweise auch nicht wirklich mit Hut in so einem Ding liege, wird das sonst auf die Dauer etwas unbequem. Okay, jetzt wieder sitzend, weil bequemer. Folgendes. Ich muss mich zudecken. Wird kalt. Vorteil von den Dingern, wenn wir ehrlich sind, sind halt das unschlagbar niedrige Gewicht bei noch immer einer vernünftigen Isolation und das unglaublich niedrige Packmaß bei immer noch einer vernünftigen Isolation. Also aus meiner Sicht ist so ein Ding halt dahingehend toll, weil man trotzdem damit übernachten kann, obwohl es so wenig wiegt. Und damit ist es natürlich gewichtsleistungstechnisch besser als ein Schlafsack. Das ist so. Tatsache. Nichtsdestotrotz, sobald es mal richtig kalt wird, sprich Winter, sprich Minusgrade, spätestens ab ein paar Minusgraden, ist es dann definitiv sinnvoller, sich da eben einen richtigen Schlafsack mitzunehmen. Ein weiterer oft erwähnter Vorteil, den man im Internet finden kann, weshalb eben diese Quilts der neue heiße Scheiß sind, ist, dass sie ja so vielseitig sein sollen. So, das spielt eine Rolle. Die Vielseitigkeit ist ohnehin relativ wurscht, wenn man für ein Wochenende rausgeht, vorher den Wetterbericht anguckt und weiß, was einen erwartet. Und wenn man dann, wie ich, einen Haufen Schlafsäcke daheim rumliegen hat, dann nimmt man halt den Schlafsack mit, der am besten passt für die Bedingungen, die man jetzt das Wochenende, dass man rausgeht, eben entsprechend hat. Und dann kann es einem Schnurzpiep egal sein, wie vielseitig der ist, weil es gibt nur Nächte mit den Bedingungen, mit denen man gerechnet hat. Was anderes ist das allerdings eben für die Fu-Hiker-Szene aus Amiland, die da halt immer gerne mal 3000 Kilometer am Stück laufen und solche Späße. Und für die ist es hilfreich, wenn die halt einen Ausrüstungsgegenstand mitnehmen können, der für sämtliche dieser 3000 Kilometern geeignet ist. Und das bedeutet, die haben zwischendrin Berg, da ist es kalt, dann haben sie wieder Wüste, da ist es warm, beziehungsweise nachts auch nicht unbedingt so sehr, aber tendenziell gibt es halt enorme Temperaturschwankungen entlang des Weges und wenn man dann einen Quilt hat, dann kann man eben, wenn es heiß ist, sich mit dem Ding bloß locker zudecken oder halt sich nur ein bisschen dran kuscheln, wenn es kalt ist, sich wirklich richtig reinkuscheln und noch eine Mütze aufsetzen. Dadurch, dass das Ding keine Kapuze hat, setzt man eigentlich voraus, dass der Schläfer bei niedrigen Temperaturen dann einfach eine Mütze aufzieht. Oder eine extra Kapuze. Es gibt noch so einzelne Kapuzen, die man sich noch dazu kaufen kann. Das halte ich für ein bisschen lächerlich, weil es gibt ja auch Mützen, aber oder eine Sturmhaube dann schlimmstenfalls. Aber gut, okay, jedem das seine. Und da kann das dann natürlich ein Thema sein, dass die dann ach so vielseitig sind.
Nur, was ich überhaupt nicht kapiere, ist, warum bitte ein Quilt vielseitiger sein soll als ein stinknormaler Schlafsack. Weil mit einem stinknormalen Schlafsack kann man sich auch einfach nur zudecken. So, kurzer Zwischenclip aus dem Keller. Und zwar, das hier ist jetzt besagter Western Mountaineering. Der hat natürlich ein ganz anderes Packmaß, also selbst im Aufbewahrungssack natürlich. Ist nicht so, dass der besonders groß wäre, aber ist halt nicht im Vergleich mit dem Mini-Packmaß von dem Quilt. Und was ich gesagt habe, war ja, dass ein Schlafsack nicht zwingend weniger vielfältig in den Verwendungsmöglichkeiten sein muss. Und zwar warum nicht? Weil der hier hat jetzt, also dieses Modell, ne? Das muss ja nicht jeder haben, aber das gibt's auch. Also man könnte zum Beispiel eben einen Thru-Hike von 4000 Kilometern auch mit diesem Schlafsack machen, wenn es zu warm wird. Zum Reinkriechen macht man ihn halt vollständig auf. Man braucht also dafür nicht zwingend einen Quilt. Tada! Ja, komplettes Fußende lässt sich fast vollständig deckenartig öffnen, aber das im Endeffekt, das funktioniert wie eine Decke hier. Ne? Das ist jetzt nicht, hier sind noch so Bobbelchen dran ein bisschen, aber das funktioniert definitiv wie eine Decke. Und ja, wartet, zoomen wir noch ein Stückchen weiter raus. Ihr seht, also hiermit kann ich mich jetzt problemlos entsprechend auch ganz regulär zudecken fürs Zwecke des Schlafens. Und gut ist, boah, ist das warm. Und Bewegung ist auch nicht das Problem. Man kann sich in diesem Schlafsack, zumindest ich kann mich in diesem Schlafsack, der für mich sehr, sehr gut passt, eben entsprechend auch wunderbar bewegen. Und ich kann mich da in, ich sag mal, 8 von 10 Fällen auch problemlos drin drehen, ohne dass ich mich irgendwie verheddere. Ich würde auch sagen, von 8 von 10 Nächten kann ich... Ja, wache ich mit dem Schlafsack richtig rum auf und die Kapuze liegt unten und alles ist gut. Ich gebe zu, nur in 8 von 10 Nächten, aber die Quote ist in Ordnung. Also damit kann man echt leben, finde ich. So, ich mache nochmal die Raupe und zeige euch das mal schnell. Man kann ja nicht einfach jetzt nur irgendeinen Schlafsack mit irgendeinem Quilt vergleichen und so tun, als wäre, es gäbe es keinen Schlafsack, der vielseitig einsetzbar wäre. Weil beispielsweise wieder mein Western Mountaineering super toll Schlafsack, der hat einen durchgehenden Reißverschluss, so sehr durchgehend, dass man ihn komplett aufmachen kann, dann ist er schlicht und ergreifend auch nur eine Daunendecke. Ja, also die Vielseitigkeit von meinem Western Mountaineering Schlafsack ist mindestens genauso groß wie die von einem durchschnittlichen Quilt. Sogar noch größer, weil zum Beispiel der Quilt, den ich hier jetzt habe, der hat eine Fußbox und die ist immer dran. Mein Western Mountaineering Schlafsack hingegen, der hat keine Fußbox, die immer dran ist. Das heißt, er wäre eigentlich noch vielseitiger, wenn man in der Hinsicht argumentieren möchte. Also dieses Vielseitigkeitsargument leuchtet mir nicht ein. Das geht auch mit Schlafsäcken. Man muss nur einen lang genugen Reißverschluss dran haben, der dann natürlich wieder ein bisschen mehr wiegt. Und da sind wir dann wieder beim Hauptargument, weshalb ist ein Quilt toll, weil der einfach nichts wiegt. Puff. Ja, ganz simpel. Und dann das Nächste, dass die Leute wahnsinnig begeistert davon sind, das Rückenteil einzusparen, das ja nutzlos ist, das keinerlei Funktion erfüllt, weil wenn man drauf liegt, dann wärmt es ja sowieso nicht. Das stimmt so auch nicht. Es erfüllt schon eine Funktion, nämlich sorgt es für mehr Gemütlichkeit, dass man nämlich nicht direkt auf seiner Isomatte liegt. Die meisten Isomatten sind nicht so super kuschelig. Jetzt kann man natürlich individuell sagen, das ist mir egal, ich liege auch gerne mehr oder weniger entblößt auf meiner Isomatte und habe da kein Problem mit. Dann ist in Ordnung, ja. Aber es ist schon ein Vorteil, den ein Schlafsack hat, dass er einen komplett umschließt und man dann in seiner Hülle ist, von allen Seiten geschlossen. Das ist ein Vorteil, den ein Quilt so nicht bietet. Ja? Also schon auch ein wenig, aber nicht so sehr wie ein Schlafsack. Und man braucht da jetzt also nicht so tun, als sei das Rückenteil eines Schlafsacks nutzlos. Das ist es nicht. Außerdem, wenn man keine richtig warme Isomatte hat, dann wird man nach unten hin enorm frieren. So ein Quilt macht also nur Sinn in Kombination mit einer wirklich warmen Isomatte. Eine wirklich warme Isomatte, je nach Situation, wiegt dann natürlich wieder ein wenig mehr als eine nicht warme Isomatte. Und in vielen Situationen, im Sommer insbesondere, braucht man
mal abgesehen davon, dass man eventuell eine dick isolierte Isomatte nehmen möchte, weil sie bequemer ist, braucht man aber im Sommer ganz oft nach unten hin quasi überhaupt keine Bodenisolation. Und im Sommer habe ich auch schon oft genug Leute, inklusive mich selbst, komplett ohne Isomatte einfach im Laub liegen sehen mit dem Schlafsack und die haben auch nicht gefroren nach unten. Muss man allerdings dazu sagen, dass man einen Kunstfaserschlafsack und einen Kunstfaserschlafsack, anders als einen Daunenschlafsack, isoliert auch dann, wenn man auf dem Material drauf liegt. Zwar nicht so gut, wie wenn man nicht auf dem Material drauf liegt, aber im Kunstfaserschlafsack ist das Rückenteil definitiv zusätzlich noch zur Isolation zu gebrauchen, beim Daunenschlafsack nicht. Deswegen der Vergleich hinkt ein bisschen, wenn man sagt Schlafsack versus Quilt und tut so, als sei der Rückenteil zur Isolation nutzlos beim Schlafsack. Das gilt nur für den Daunenschlafsack. Ja? Also diese kleine Information sollte man nicht vorenthalten und definitiv noch ergänzen. Und dann ein super Argument, was jemand in die Kommentare geschrieben hatte bei einem anderen Quilt-Video, was ich wirklich einleuchtend fand. Ich habe 35 Jahre lang im Schlafsack gepennt. All die Probleme, die jetzt in der Wie benutze ich einen Quilt richtig Q&A-Session aufgekommen sind, habe ich noch ein Leben lang nicht gehabt. Tatsache. Ja. Ein Quilt bringt neue Probleme mit sich. Mit denen bezahlt man dafür, dass das Ding halt nochmal krass viel leichter ist als eben ein regulärer Schlafsack. Aber mit diesen neuen Problemen muss man dann klarkommen wollen, schlicht und ergreifend. Ja, man zwingt einen ja keiner, lieber einen Quilt zu verwenden, als eben entsprechend einen Schlafsack. Man kann damit klarkommen, man kann aber auch weiterhin stinknormalen Schlafsack verwenden, schleppt 300 Gramm mehr und hat diese ganzen Probleme nicht. Ja, also es ist so ein bisschen First World Problems. Ne? Also in diese Richtung geht es ein wenig. Wer noch mal ein paar Gramm sparen möchte und kein Problem damit hat, eben mit den Schwierigkeiten, die man durch so ein Quilt bekommt, zurechtzukommen, bitte gerne. Ja, wer sagt, auf 300 Gramm kommt es mir nicht an, dafür habe ich diese ganzen Probleme nicht, bitte gerne. Höchstens jetzt noch für Leute, die wirklich sagen, ich drehe mich so viel im Schlaf und verhedder mich in jedem Schlafsack. Für die mag ein Quilt wirklich nochmal einen expliziten Vorteil haben, weil man sich da drin eben deutlich weniger verheddert. So, ja, wer aber nicht dieser Schläfertyp ist. Und ich persönlich muss sagen, ich bin entweder Bauchschläfer oder Seitenschläfer. Ich kann auch auf dem Rücken, wenn es sein muss. Als Bauchposition ist das Ding toll. Ja, wirklich großartig, habe ich ja eben schon gesagt. Auf der Seite, vielleicht brauche ich dann noch mehr Erfahrung. Aber momentan sieht es so aus, als wäre es als Seitenschläfer schon ein bisschen blöde, weil einem dann halt doch immer ein Schwall kalte Luft unten reinkommt. In dem Moment, wo man sich umdreht und die Seite wechselt. Und man quasi, nachdem man die Seite gewechselt musste ich bisher händisch an den Seiten das Ding also quasi wieder zusammenstopfen, dass auch wirklich wieder keine warme Luft entweicht, beziehungsweise kalte Luft reinkommt, je nachdem. Und bisher hat mich das jetzt aus der Seitenschläferperspektive noch nicht überzeugt. Und jetzt wird es bestimmt Leute in den Kommentaren geben, ja, du schläfst da nicht richtig drin. Aber es ist halt ein Problem, was man mit dem Schlafsack per se grundsätzlich nie hat. So, ja, und ich mag das Teil, ja, ich bin sehr begeistert von dem Teil bisher. Ich muss es, wie gesagt, noch weiter testen, also deshalb nur vorläufige Aussage. Aber ich würde nicht behaupten, dass ein Quilt per se besser ist als ein Schlafsack, er ist halt einfach anders. Und unter den entsprechenden Bedingungen, die man dann halt eben mit dem Ding hat, kann er für einen persönlich eine tolle Alternative sein. Aber per se besser würde ich auf keinen Fall behaupten wollen. Es wird jedenfalls noch weiter experimentiert und es ist sicherlich möglich, unter dem Ding zu pennen, ohne dass man ständig kalte Luft unten reingepumpt bekommt. Das ist sicherlich möglich. Es gibt genügend Leute, die sagen, die hätten da kein Problem mit. Aber nochmal, es ist ein Problem, das mit dem Quilt passieren kann und ein Problem, das es beim Schlafsack so einfach nicht gibt. Sämtliche Issues, wie man es schön, ich habe da ganz viele englische Videos dazu geguckt, die der Quiltschläfer halt hat, der diskutieren muss, wie er die los wird, die hast du einfach gar nicht im Schlafsack. Ja? Also wie gesagt, wer nicht unbedingt Gewicht sparen möchte, der ist mit dem Schlafsack besser dran aus meiner Sicht. Oder eben ein totaler Drehwurm ist. Roll. Ja,
weitere Erkenntnisse zu den Dingen werden dann folgen, wenn ich damit noch weitere Erkenntnisse gemacht habe. Aber im ersten Moment finde ich ihn schon mal sehr, 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 sehr cool. Und vor allem Packmaß und Gewicht ist halt nichts, nichts. Und das ist schon, macht schon Freude. Ja, so, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Dankeschön. Und ich bin gespannt auf eure Kommentare. Tschüss. Was denn? Oh, ich habe vergessen zu erwähnen, dass im Lieferumfang noch dieser Aufbewahrungsbeutel enthalten ist. Der ist aus Baumwolle für ein gutes Schlafsackklima und selbst der ist vergleichsweise klein. Ne? Also wer die Aufbewahrungsbeutel von großen Schlafsäcken kennt, wird überrascht sein, wie winzig der Aufbewahrungsbeutel für diesen Kilt hier ist. Ne? So, jetzt habe ich aber alles gesagt, oder? Ja, Schatz. Danke, Schatz. Bitte, Schatz. Tschüss.